Arameo. Hola, Iki. Iloima. Imaki! Lana! Hilo! Thank you.
Ja, herzlich willkommen zu Planet of Lana und zu einem wirklich grandiosen Spielerlebnis, auf das ich euch hier mitnehmen wollen würde. Das Ganze geht insgesamt 4,5 bis 5 Stunden und wie man jetzt an der Exposition schon gesehen hat, geht es im Wesentlichen um Lana, die man jetzt im Bild sieht, die auf der Suche nach ihrer Schwester Ilo ist. Und wir sind in so einem dystopischen, postapokalyptischen Szenario und wurden gerade Zeuge einer Invasion. Und das wird im Verlauf des Spiels aufgeklärt. Warum habe ich das Ganze auf dem Kanal hier? Aus 3 oder 4 Gründen, die ich ganz kurz nennen will. Das erste ist, wir haben hier ein Spiel vor uns, das im Wesentlichen durch Kommunikation besticht, die wir persönlich nicht verstehen, weil wir das Idiom nicht beherrschen. Es ist eine sogenannte Fantasiesprache. Und wir aber auf der emotionalen Ebene gut mit den Figuren uns verbinden können, denn die Intonation und Prosodie ist sehr eng angelehnt an unsere Kommunikationsgepflogenheiten. Also wir erkennen, wie Lana gerufen wird von Ilo, wie Ilo nach Lana ruft. Wir erkennen leichte Aufforderungssignale und so weiter und so fort. Und das Ganze wird in diesem Spiel eine herausragende Rolle spielen, denn dieses Spiel kommt ohne Sprachausgabe aus oder ohne lesbaren Text, sondern kommuniziert nur über Bilder, über Musik, über den Klang von Sprache und überhaupt über sehr emotionale und kraftvolle Bilder, wie man das jetzt gerade gesehen hat in dieser kurzen Exposition. Mal ganz unabhängig davon, dass der Soundtrack absolut herausragend ist und die grafische Darstellung sehr, sehr nah also an dem, was man aus Ghibli-Filmen kennt, werden in dem Spiel kombiniert Aspekte von Limbo und von Stray. Und es gibt noch 2, 3 andere Vorlagen und es erinnert von der Machart her und von der Anlage her sehr an Journey, das heißt an ähnliche Spiele, die auch ohne Sprache auskommen, ohne Erzählung und die im Wesentlichen aus ihrer Handlung selbst heraus erzählen, aus der Lore heraus erzählen oder aus dem Soundtrack in Kombination mit diesen Bildern. Ich würde es heute mit dieser Exposition gut sein lassen und darf euch einstimmen auf noch ungefähr 4 Stunden dieses tollen Erlebnisses, das ich möglicherweise in 1, 2 oder 3 Teile aufteilen werde. Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Und vielleicht auch denjenigen eine Chance geben, die dieses Spiel niemals spielen werden, sondern höchstwahrscheinlich es beim Anschauen belassen. Nichtsdestotrotz sei es wirklich empfohlen. Es ist ein ganz tolles Erlebnis und ich spiele es hier daheim über Steam mit dem 360-Controller
Und das ist ein bewährtes Setup, was man ja nutzen kann. Wenn ihr keine Lust habt zum Zuschauen und euch nicht spoilern lassen wollt, wäre es jetzt spätestens an der Zeit, die Anwendung wegzuschalten und das Spiel selbst zu spielen. Es lohnt sich. Und für alle, die dabei bleiben wollten, die dürfen erleben und genießen, wie man eine Geschichte gänzlich ohne verstehbare verbale Kommunikation erzählt, in einem wirklich glanzvollen, multimodalen Setting, das Wishfully hier mit Planet of Lana auf den Screen gezaubert hat. In diesem Sinne. Und ich freue mich auf diese kleine Reihe. Bin gespannt, ob es euch gefällt. Ciao.